Max, wie hast du dich auf deinen Kampf vorbereitet? Die Vorbereitungen laufen sehr gut. Nilson Pereira ist stark am Boden, das hat er gezeigt in seinem letzten Kampf. Er ist unangenehm im Stand, aber das alles lässt mich unbeeindruckt. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ich demnächst kämpfen kann. Wie schätzt du deinen Gegner ein? Nilson hat im Kampf gegen Mark gezeigt, dass er sehr, sehr gefährlich ist am Boden. Und gerade auch zur Anfangszeit muss ich wach und bereit sein und mich gefasst machen auf alles Mögliche, was von ihm kommen kann. Aber ich werde bereit sein. Mein Name ist Max. Meine Welt ist Feuer und Blut. Und genau das werde ich in Darmstadt zeigen. Nilson, wir haben noch eine Rechnung miteinander offen.